Ja, das Letztere, ne? Ist einfach nur ein Geburtstag. Habe mich jetzt mit dem Thema auch gar nicht so beschäftigt, was jetzt ist mit 40. Denke, man ist so alt, wie man sich fühlt und mir geht's gut, ich bin gesund und das ist die Hauptsache und das andere, wie schon gesagt, ist nur eine Zahl. Nee, in der Tat, also ich bin, wir haben mit Hartha sogar mal ein Testspiel gegen Sachsen-Leipzig damals gemacht. Das war mein erstes Aufeinandertreffen. Aber dann in Grimma halt die Punktspiele, die man so gegen die Leipziger Mannschaft bestritten hat und auch gegen die Deutsche, das war halt immer brisant. Man wusste halt, es kommen viele Zuschauer. Es war, glaube ich, beim 3-0 in Grimma, habe ich, glaube ich, das dritte gemacht. Durch die Beine gespielt beim Torhüter. Ich weiß es gar nicht mehr so recht, aber ja, in Grimma habe ich auf jeden Fall mal gegen Sachsen getroffen. Und 14 dann zur BSG gewechselt. Ja, muss ich sagen, im Nachgang. Ich hatte mir natürlich Gedanken gemacht, der Wechsel Leipzig, SGL oder damals an Sachsen hießen die dann später, zur BSG. Aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein betrachtet, es war das Beste, was ich machen konnte. Auch sofort bin gut aufgenommen im Team, habe sofort das Gefühl gehabt, ich bin hier gewollt und bin ja auch ein wichtiger Spieler und man hat mir das Gefühl gegeben. Das waren auch die Gespräche damals mit Frank Kühne, die mich dann einfach überzeugt haben und den Schritt zu gehen. Und wie gesagt, ich bin jetzt seit 2014 im Verein, mit mal ein Jahr raus gewesen nach meiner Karriere als Fußballer und jetzt in meiner Funktion als sportlicher Leiter. Tatsächlich war es in Magdeburg auch mal so, dass mal vereinzelt Rufe kamen, aber mir ist das immer eher ein bisschen unangenehm. Weil ich mag das Hervorstellen, das mag ich nicht so. Ich bin eher so ein bescheidener Mensch, der sich auch gerne mal zurückzieht. Aber natürlich freut es einen auch. War für mich auch ehrlicherweise das schönste Tor, beziehungsweise das emotionalste Tor, das ich für Chemie geschossen habe. Ja, 90. Minute in Zwickau. Da war natürlich ordentlich Druck auf dem Kessel, weil wir auch noch aufsteigen konnten zu dem Zeitpunkt. Und ja, hat alles gepasst. Mit links geschossen, war ein schöner Moment. Und danach bin ja bei meinem Tor nochmal relativ sachlich gewesen und bin dann wieder zur Mittellinie gelaufen und weiter ging es. Aber bei dem Tor bin ich dann wirklich mal so ein bisschen aus meiner Haut gefahren und bin in die Sprunggrube reingesprungen. Ich glaube, so weit bin ich auch noch nie gesprungen. Es war völlig aus der Emotion heraus. Wusste auch selber nicht, was mit mir so richtig los war in dem Moment. Und ja, aber es war ein super schöner Moment, an den ich immer noch gerne zurückdenke. Ja, am ehesten die beiden Aufstiege, unbestritten. Das war halt schön. Und wenn man so zurückblickt, wie emotional man auch war, so im Nachgang und wie man sich auch an dem Tag der entscheidenden Spiele, es war ja jeweils immer am letzten Spieltag, grundlegend immer so in Lodz, wie man sich an den Tag so gefühlt hat, wie man morgens aufgestanden ist und wie man dann doch als älterer Spieler trotzdem aufgeregt ist und man sich dabei ertappt und denkt, oh Mensch, das ist heute so wichtig und heute muss es funktionieren und im Nachgang dann ja, alles erfolgreich bestreitet, das ist dann schon wirklich schön gewesen, wie dann die Last auch abfällt von einem. Hatte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal so miterlebe und dass ich mit Leutsch oder mit Jimmy nochmal in die Regionalliga aufsteige, da war ja gar nicht dran zu denken, als ich hierher gekommen bin. Frank hat dann mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, pass auf, Andi, jetzt wird die Stelle frei. Kannst du dir das vorstellen? Und ich habe mich natürlich übelst gefreut und dachte mir auch, wirklich schön, dass man in dem Moment auch an mich gedacht hat, weil dann doch auch schon ein bisschen Zeit verging. Aber ja, da musste ich nicht lange überlegen, habe dann gesagt, Frank, pass auf, machen wir, lass uns einfach mal zusammensetzen, wie wir das Ganze umsetzen können. Und das haben wir dann gemacht. Und ich bin wirklich sehr froh, jetzt auch noch immer in der Tätigkeit zu sein. Und das macht auch Spaß. Es ist sehr anstrengend, das Ganze neben dem Beruf zu bestreiten. Aber es macht auch Spaß. Man sieht halt auch, dass es im Verein auch immer weitergeht. Und das ist schön, da ein kleines Rädchen zu sein im Verein. Ja, man macht sich halt kundig. Also, was ist das für ein Typ? Man ruft die Trainer an von den Vereinen, wo die aktuell spielen. Man versucht sich halt so viele Informationen, wie es nur irgendwie geht, zu holen über den Spieler. Man lädt sie zum Probetraining ein, wenn es jetzt jemand ist, zum Beispiel aus einer U19, wie der Ben Gessler jetzt zum Schluss, der spielt halt bei uns mal vor, dann gewinnt man schon irgendwie so einen Eindruck, wie tickt der Spieler. Und es ist für uns auch ganz wichtig im Verein, weil die Jungs berufstätig sind und die müssen abends nach der Arbeit mit Spaß zum Training kommen, das ist wichtig. Und wenn man dann so Typen drin hat, die die Watze reinbringen, das braucht man nicht. Und
Es klappt natürlich nicht immer, das ist auch klar. Es wird auch mal jemanden geben, wo wir uns getäuscht haben. Aber speziell jetzt in der abgelaufenen Saison, wir haben eine sehr, sehr homogene Truppe. Die Jungs, die kommen alle miteinander super klar und das passt. Das ist einfach, ja, das ist für alle, auch für die Jugendmannschaften, ein Riesenschritt nach vorne, dass der Kunstrasen steht im Winter und wir haben da viel, viel mehr Möglichkeiten und auch speziell, was die anderen Sachen jetzt noch angeht, was jetzt kommen soll. Die Sanierung des Kabinentrakts zum Beispiel. Die Kabinen der Jugendmannschaften, die Container, die gestellt wurden, das ist für uns ein Riesenschritt und es ist super schön, hier mit dabei zu sein, mitwirken zu können und ja, das macht's aus. Wir haben es ja jetzt gegen Paderborn schon gesehen, wie geil das eigentlich ist, in Leutsch mit Flutlicht. Und ja, ich hoffe, dass es so schnell wie möglich steht, dass wir das so schnell wie möglich auch genießen können. Und das wird wirklich geil.